Es ist 14 Uhr und wir senden wieder live aus Bielefeld. Wie lange habe ich diesen Satz nicht gesagt? Ich freue mich mega, heute mal wieder hier bei euch zu sein. Und es gibt nämlich heute einen ganz besonderen Anlass. Wir feiern heute die 100. Facebook Live Show. Oh, ich freue mich mega und ich möchte mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich bei euch zu Hause bedanken. Vielen Dank dafür, dass ihr seit 100 Shows bei uns dabei seid, dass ihr so treu seid, dass ihr uns so viele schöne Kommentare schreibt, auch Lob, Kritik. Wir freuen uns über alles und das ist einfach so, so schön. Also vielen Dank an dieser Stelle und auch ein großes Dankeschön an mein gesamtes Team, das hier seit 100 Shows dabei ist. Wir haben ja hier die Kamerafrau, unsere Bastler, dann unsere Moderatorin und natürlich auch die Frau, die noch hinterm Computer alles klar macht sozusagen und die ganzen Bastler, also ein riesengroßes Team, das hier immer dabei ist. Und wir gucken auch direkt schon mal, wir haben hier natürlich Silvana auch heute mit dabei, unsere Moderatorin. Wir feiern die 100. Show. Schaut euch das mal an. So viele Fotos schon zu jeder Show, zu jedem Thema. Mhm. Das habt ihr ganz toll zusammengestellt. Und ich bin richtig aufgeregt heute. Ich war ja jetzt lang nicht mehr dabei. Ja. Und als eben so der Countdown runtergezählt hat, dachte ich schon, oh, das ist immer so eine schöne Nervosität, oder? Oh ja, also es ist gemischt mit Freude und Aufregung, die ganzen Sachen zu präsentieren, die man die ganze Woche auch vorbereitet hat. Ja, also das ist voll. Dann immer richtig schön, dann, dass alle zusammenkommen ne, und dann man sich auch ein bisschen austauscht. Das macht einfach riesig Spaß. Total. Also ich habe auch gedacht, ich komme heute mal wieder. Ich mache das auf jeden Fall irgendwie klar. Meine Schwiegereltern passen heute auf den Kleinen auf. Also der ist in guten Händen. Ich bin ganz entspannt hier und habe gedacht, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Mhm. Und wir wollen so ein bisschen mit euch auch in Erinnerung schwelgen, mal zurückblicken. Was haben wir schon hier so erlebt gemeinsam? Ich weiß zum Beispiel noch so die erste Show, als das hier losging, ne, in diesem ganzen Set. Das war Puring mit Basti damals. Mhm. Und oh, da waren wir nervös. Das war ja alles neu, also die Mikros und wo ist die Kamera, wo gucke ich hin? Ne? Auch das Thema Puring war was ganz, ganz Neues. Ja, ja. Also und die ganzen Themen nicht nur, aber auch was hier passiert ist. Ich finde, also der Live-Show-Raum hat sich auch so verändert. Total. Wir haben inzwischen schon zwei Kameras, wo wir dann auch ein bisschen wechseln, um für euch das auch nochmal dynamischer zu gestalten. Ja. Also die ganzen Gäste, die jetzt auch immer dazukommen, also es ist wirklich echt viel geworden. Ja, erinnerst du dich noch dran? Wir haben, glaube ich, da am Anfang nur alle zwei Wochen das gemacht. Ja, und mittlerweile machst du das jede Woche. Ne? Ich freue mich immer total, wenn ich zu Hause bin, versuche ich das immer so zu timen, dass mein Kleiner dann Mittagsschlaf macht, dass ich dann ganz entspannt mich aufs Sofa legen kann, schön was zu essen dazu. Und dann gucke ich erstmal hier, was machen meine Bastel-Ladies hier und was habt ihr auch für Ideen, was schickt ihr immer für tolle Bilder? Da freue ich mich auch immer und bin ganz begeistert von den Ideen, die dann auch wieder die Zuschauer zu Hause aus euren Ideen entwickeln. Ne? Ja, also wenn man so zurückguckt, ne, bei 100 Sendungen, da ist auf jeden Fall ganz viel passiert, Schönes. Wir haben Geburtstage gefeiert, wir hatten letztes Jahr ein Weihnachtsspecial mit gleich 5 Tagen Live-Show, das hatten wir auch noch das so. Das war auch nicht. Toll, oh ja, absolut. Ne? Und ich weiß gar nicht, also wüsste gar nicht, so viele Themen haben wir schon behandelt, was eigentlich mein Lieblingsthema ist. Schwierig. War denn dein Lieblingsthema, Julia? Boah, muss ich auch überlegen, das waren so viele. Also was mir sehr gut gefallen hat, war auf jeden Fall das Barticken, das mache ich immer richtig gerne. Das habe ich gemacht mit meiner Schwägerin Jessie und da haben wir auch zu Hause unsere Schränke durchwühlt und alle möglichen T-Shirts und Klamotten dann so verändert, ne? Mit diesen verschiedenen Techniken, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Echt toll. Ansonsten erinnere ich mich aber auch immer gerne an die ganzen Pannen, die wir so hatten. Ne? Also das ist ja oft so, dass die Flops in Erinnerung bleiben. Auf jeden Fall. Also ich weiß noch, wo wir hier beide standen und da haben wir die Stanzfee vorgestellt. Oh, ja. Die war total neu und ich wollte natürlich ganz neue Stanzplatten benutzen, damit man auch richtig schön sieht in der Kamera, dass gestanzt wurde. Und da habe ich ja vergessen, die Folien abzunehmen. Das ist dann so ein Moment. Ne? Wenn es dann nicht klappt, dann denkt man, oh, Schwitz, oh nein.
Aber also seitdem, ich glaube, ich werde nie wieder vergessen, dass auf der Vorder- und auf der Rückseite unserer Stanzplatten jeweils eine Schutzfolie ist. Absolut. Und das werden Sie oder werdet ihr zu Hause wahrscheinlich auch nicht mehr vergessen. Ja, also es ist wirklich herrlich, ne? Also auch, dass in den Kommentaren immer geholfen wird. Ich Finde ich auch lese das ja schön. auch immer, untereinander hilft ihr euch oder auch mal uns Tipps zu geben. Das ist Voll einfach super. echt schön. Also das muss ich auch wirklich sagen, dieses Zusammenspiel hier mit euch, dass wir uns auch einfach so unterhalten können, das finde ich so toll. Ich bin ja auch immer dabei und lese die Kommentare auch jetzt in der Elternzeit und freue mich auch immer über eure Grüße. Und es ist einfach schön, da auch so ein direktes Feedback zu haben, ne? Und ja, also so viel haben wir schon erlebt. Ich weiß auch noch, wie wir hier mal standen, Frauke und ich. Frauke ist gerade hinter der Kamera und losgeredet haben mit euch. Und auf einmal kamen die ersten Kommentare: Wir hören euch nicht. Und dann haben die Mikros nicht funktioniert. Und dann dachten wir: Oh nein, was machen wir denn jetzt? Ja, Oh total shit. unbeholfen und Hilfe. Man denkt dann so, oh schade, die ganzen Leute freuen sich auf die Show Und und nun. man kann nichts machen, ne? Ja, wisst ihr das auch noch? Also, das war so richtig dann. Ich weiß dann auch immer nicht, wenn die Technik nicht funktioniert, was mache ich jetzt? Ich rufe dann immer meinen Bruder und sage: Jan, was ist los? Hier, Internet klappt nicht oder so. Oh ja. Und der hat es dann auch gerettet mit den Mikros, aber dann Stimmt. erst am nächsten Tag, ne? Dann mussten wir die Show verlegen. Ich glaube, wir hatten dann noch ein kurzes Video gedreht und um euch halt Genau. Bescheid zu geben, dass es heute nicht stattfindet, wir aber morgen dann weitermachen, Ja. weil es dann so spät wurde. Genau. Aber ja, muss man Ach. alles mal erlebt haben. Also wirklich, es gab so viele tolle Momente. Vielleicht schreibt ihr uns auch einfach Sehr nochmal, gern. was euch vielleicht in Erinnerung geblieben ist. Welche Highlights oder welche Flops oder welche Themen euch besonders gut gefallen haben. Dann können wir da nochmal so ein bisschen ins Gespräch kommen. Fände ich super. Und ich ziehe mich jetzt aber auch gleich wieder zurück. Stopp, Und Julia. Also Julia ist ja jetzt so ein Achso. bisschen nicht hier gewesen, deswegen hat sie vielleicht das ein oder andere vergessen. Wir haben ja noch ein Gewinnspiel, was du heute auch verkünden darfst, Genau. weil es gibt ja was ganz Besonderes zu gewinnen. Ganz genau. Es ist der Wahnsinn. Deswegen, ich wollte schon sagen, ich ziehe mich zurück und lese eure Kommentare. Aber ich komme ja noch mal wieder. Denn ich habe heute das Glück, ich darf Glücksfee spielen. Ja. Und ich werde heute die Gewinner von unserem Glücksspiel ziehen. Und es gibt heute zum Jubiläum, zur Feier des Tages, nicht nur einen Gewinner, nicht nur zwei. Wir haben heute drei Gewinner, die wir ziehen, die ich ziehen darf aus der großen Lostrommel gleich. Und wir haben ein Wahnsinnsgeschenk. Jeder Auf jeden dieser Fall. drei Gewinner, die ich ziehen werde, bekommt heute unsere Stanzfee. Ja, Also, das ist Also. wirklich mal ein Preis, der sich lohnt. Und ja, was müsst ihr dafür machen? Einfach den Beitrag teilen und dann kommt ihr in eine Lostrommel und Julia zieht dann drei Gewinner heute für uns. Und ja, wir sind super gespannt, ne, wer am Ende Absolut. diesen unglaublichen Gewinn dann bekommen wird. Wir hatten noch nie die Stanzfee verlost, ist ja auch echt Nee. ein mordsmäßiger Ja, Preis. ein Wert von 159 Euro pro Stanzfee verschenken wir heute an euch zur Feier des Tages, weil wir uns natürlich auch bei euch bedanken möchten. Und ja, ich freue mich, dass ich dann gleich die Glücklichen ziehen darf. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal, denn wir haben hier ganz viel vorbereitet. Und ich übergebe mein Mikro jetzt an unseren Bastelgast und würde sagen, bis gleich Ja, dann. bis gleich, Julia. Ja? Vielen Dank. Wir freuen uns Ja, schon. tschüss. Also ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Alle haben ja schon in den Kommentaren geschrieben, dass sie Julia vermissen. Und dann war das einfach eine super Überraschung von uns, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollten, dass wir sagen, hey, da muss sie unbedingt dabei sein. Wir haben heute aber noch so viel geplant für euch. Es gibt ein super Quiz, was wir vorbereitet haben mit ganz lustigen Fragen. Da dürft ihr mitraten und natürlich mein Gast, den ich gleich begrüßen darf, auch. Wir werden uns noch mal ein ganz tolles Video anschauen, wo wir den Rückblick noch mal der 100 Sendungen in so einem Schnelldurchlauf uns angucken. Und ja, Julia hat eigentlich schon das Wichtigste gesagt, deswegen schauen wir jetzt sofort rein und basteln eigentlich gleich direkt los. Dafür brauche ich natürlich aber einen Gast und darf die liebe Patricia gleich zu mir reinholen. Das Thema heute, vielleicht viele von euch, die es jetzt schon ganz heiß interessiert, was es ist. Wir werden nämlich heute mit dem Dekosand arbeiten. Und da hat sich Patricia ja ganz im Detail mit angefreundet und freut sich schon riesig. Also Patricia, komm rein, wir freuen uns. Schön, dass du Hallo da ihr bist. Lieben!
Und du hast ja jetzt schon ganz viel mit dem Dekosand gearbeitet und da haben wir gesagt, zu so einer besonderen Sendung muss natürlich auch ein ganz besonderes Thema her und das ist dieser Genau. Dekosand. Genau. Ich habe mich ja am Anfang mit dem Dekosand, konnte ich mich ja nicht ganz so anfreunden, aber als den Karin dann das erste Mal bei QVC hatte und ich das Set bearbeiten durfte, habe ich mich so nach und nach in das Thema reingefuchst und da sind ganz, ganz tolle Ideen entstanden und die würde ich euch dann gleich einmal so Schritt für Schritt einmal zeigen und erklären. Ja, super. Also wir freuen uns drauf. Seid gespannt. Es sind echt ganz tolle Bastelideen. Und ja, euch erwartet das eine oder andere noch, wovon wir, ja, Patricia auch noch nichts gesagt haben. Also du Ja. wirst ja auch nochmal mit einem Quiz überrascht. Ach echt, werde ich? Okay. Ja. Ich bin gespannt, ob ich das auch beantworten kann. Also da dürfen wir alle gleich schön mitraten. Ich bin gespannt, wer sich die 100-Sendung ganz genau angeguckt hat. Wir haben aber natürlich, wie es üblich ist, auch super tolle Angebote für euch heute. Also echt Knüller, Preise wieder. Ich meine, die Stanzfee wird verlost. Wer jetzt gerade neu reinschaut, ne, das ist natürlich auch ein mordsmäßiges Angebot. Aber bevor wir loslegen, haben wir natürlich noch mal eine Neuigkeit. Viele von euch haben ihn vielleicht schon zu Hause. Viele von euch haben ihn vielleicht schon bestellt. Und zwar gibt es ja den neuen Katalog endlich bei uns. Und dafür darf ich vielleicht einfach mal Frauke zu uns reinrufen. Komm ruhig rein, Frauke. Frauke Hallo, Eva. betreut, also Frauke hat jetzt kein Mikro, nicht, dass ihr euch wundert, warum sie nicht so viel sagt. Wir werden das jetzt stellvertretend für sie übernehmen. Genau. Sie betreut nämlich immer das Projekt mit dem Katalog, mit einem richtig tollen, großen Team, wo ganz viele Leute hinterstecken. Du stehst jetzt einmal stellvertretend fürs gesamte Team. Und du hast ja auch viel damit gearbeitet, Patricia. Wir haben super tolle neue Bastelideen. Wir haben ganz tolle Artikel. Also, worauf wir uns eigentlich schon echt riesig freuen können, oder? Was sagst du Genau, so? ich freue mich ja auch immer, zweimal im Jahr darf ich mit meiner Kollegin Marion zusammen am Katalog mitarbeiten und da entstehen dann auch immer mit Frau und Loredana ganz, ganz viele Ideen zusammen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil das ist wirklich wieder richtig toll geworden, der Katalog. Ich übernehme mal den Katalog. Also den gibt es heute. Vielen lieben Dank, Frauke, und an das gesamte Katalogteam. Wir sagen erstmal bis später, Frauke, weil Frauke, vielleicht eine gewisse ist jetzt gerade nicht, steht nämlich heute auch hinter der Kamera als Kamerafrau. Genau, ein richtiges Allround-Talent. Ja, also hier auch Loredana zum Beispiel ist dann auch manchmal hinter der Kamera. Wir wechseln uns dann immer ab. Das Live-Show-Team ist riesig und jeder übernimmt mal irgendwas anderes. Ne? Genau. So, das ist der Katalog. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit den ganzen neuen Basteltrends, Themen und auch Bastelideen. Und ich glaube, Patricia, wir legen jetzt sofort los und schauen uns erstmal die Kundenmuster an, also eure Muster, die ihr uns zugeschickt habt. Denn da ist ja auch natürlich was richtig Tolles wieder reingekommen. Genau, und hier haben wir zwei von unseren Styropor-Totenköpfen gestaltet mit der Paillettentechnik. Finde ich richtig klasse, so in Silber und Gold gehalten, mit den schwarzen Accessoires dann noch mit dazu und den Highlights finde ich richtig, richtig toll. Wow, und hier wurde nochmal ein Herz gestaltet. Das sieht echt klasse aus. Da wurde Reispapier verwendet und es könnte auch sein, dass unsere Stanzschablone mit den Schriften natürlich auch angewendet wurde. Genau, ist auch richtig toll geworden, das Herz. Und dann haben wir ja mein absolutes Lieblingsthema hier nochmal. Da hat Judith ganz, ganz viel Schmuck gestaltet mit unseren tollen Hämatitperlen. Das ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingsperlen. Auch super Allergiker geeignet. Also richtig Wow. tolle Schmuckstücke. Also da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal wieder eine Live-Show machen zum Thema Schmuck, ne? Ja, ich Das ist freue auch schon mich. wieder ein bisschen her, dass wir das hatten. Also da gibt es bestimmt wieder ganz viele Ideen, Genau, oder? ich habe hier auch ganz, ganz viele neue Ideen, auch mit unseren ganz, ganz neuen Glasschliffperlen. Also vielleicht können wir da noch mal eine Sendung machen, Silvana. Also ich glaube, da werden sich ganz viele freuen, wenn es wieder Schmuck gibt. Also es ist geplant. Wir sagen es hier nochmal offiziell und es kommt demnächst. Du überlegst dir schon tolle Ideen. Wir freuen uns riesig und wir gehen jetzt vielleicht einmal rüber zu den ersten Aktionen, denn wir wollen heute ja auch basteln. Und dazu dürfen natürlich unsere tollen ja, Bastelaktionen nicht fehlen. Zum einen stellen wir euch heute einmal den Dekosand vor, denn mit dem werden wir heute ganz viel basteln. Da habt ihr insgesamt 12 verschiedene Farben mit je 19 Gramm. Das ist richtig toll in so Stiften, wo man das echt super dosieren kann. Dazu kommen wir gleich beim Basteln auch nochmal ganz in Ruhe zu und da erklären wir euch auch alles, was ihr dazu benötigt.
Wenn wir uns unsere erste Aktion anschauen, sind das ausgewählte Stanzschablonen, die jetzt super zur Jahreszeit passen. Wir haben einmal so einen Kartenaufleger mit den Schmetterlingen und natürlich auch Ostereier in unterschiedlichen Größen und auch Designs, die dürfen jetzt natürlich nicht fehlen. Dann haben wir nochmal einen Kartenaufleger mit dieser tollen Barock-Bordüre. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall echt super drauf freuen, denn da gibt es einen richtig tollen Basteltipp, den wir euch gleich erklären. Und dann nochmal ein richtig schön großes Osterei als Stanzschablone. Diese Stanzschablonen kosten heute und morgen jeweils 4,97 Euro. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und damit können wir ganz viel machen und besonders in Kombination auch mit dem Dekosand. Und damit der Dekosand auch haften bleibt, haben wir dann noch unsere Windradfolien in DIN A5. Die Artikelnummer ist jetzt auch nochmal eingeblendet und die sind reduziert auf 1,97 Euro. Und da habt ihr insgesamt 10 Stück von. Und wir werden jetzt direkt loslegen, würde ich mal sagen, Patricia. Das sind die ersten zwei Angebote für euch, damit wir mit dem Dekosand was richtig Tolles machen können. Was können wir denn damit machen, Patricia? Genau. Ich habe mir jetzt in dem Fall schon, weil wir gehen ja so ein bisschen auf Ostern auch zu, habe ich mir jetzt die Stanzschablone mit dem Frohe Ostern, mit dem Ei, einmal ausgesucht. Und wir werden jetzt auch gleich einmal stanzen. Mhm. Und zwar ist im Lieferumfang der Stanzfee sind 5 Platten mit im Lieferumfang mit dabei. Ihr habt zweimal etwas dickere Platten, dann habt ihr eine etwas dünnere Kunststoffplatte, eine Metallplatte ist mit dabei, dann nochmal eine Magnetplatte, die klebt jetzt auch schon auf der Metallplatte und ihr habt nochmal eine zweite Kunststoffplatte mit dabei. Mhm. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt gleich einmal vielleicht von vorne nochmal an, dann kippe ich die Stanzfee einmal so ein bisschen. Super. Dann können wir uns die nochmal angucken. Hatten wir einen Moment noch? Genau. Wir haben ja schon ganz viel mit der Stanzfee gearbeitet, aber vielleicht sind die ein oder anderen noch neu, die gerade zuschauen. Da kann man es ja noch mal ganz kurz erklären. Genau, das Einzige, was man machen muss, ist, dass man sie einfach an den Strom anschließt. Das haben wir jetzt hier schon gemacht und wir haben hier 3 Knöpfe. Wir haben einmal in der Mitte haben wir einmal den An- und Aus-Knopf, wir haben einmal den Return-Knopf und einmal den Knopf zum Starten, dass die Stanzmaschine durchkurbelt. Ich stelle sie jetzt mal wieder hin. Sie hat hier auch einen ganz, ganz tollen Griff, dass sie auch super portabel ist. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, wir bauen uns praktisch ein Sandwich. Also ich nehme jetzt meine Stanzschablone. Vielleicht schauen wir uns das einmal von oben an, dann ist es noch mal ein bisschen besser. Hier bei der Schneide, es heißt immer Schneide, aber ich kann hier super drüber gehen, auch mit Druck, ohne dass ich mich verletze. Das lege ich jetzt einmal hier so nach oben und jetzt kommt das Papier mit der schönen Seite, das ist jetzt hier so ein Glanzpapier, einmal nach oben und mein Abschluss-Kunststoffplatte kommt noch mal oben drauf. Und jetzt gebe ich das hier vorne einmal rein und drücke auf die Run-Taste. Und dann werden die Platten automatisch eingezogen. Und wir sehen jetzt gleich hier einmal das Ergebnis. Was wir dann natürlich auch noch brauchen, ist eine Prickelnadel. Damit kriegen wir einfach das gestanzte. Schau mal, wie schön wir das hier jetzt auch sehen, wie super das Papier dann ausstanzt. Also die. Genau. Wenn ihr das jetzt auch gehört habt, dass es mal so ein bisschen geknackt hat, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist einfach durch das Papier. Dann nehmen wir uns jetzt hier unsere Stanzschablone einmal raus. Ja. Und wenn ich das jetzt einmal umdrehe, fallen mir hier schon die einzelnen Elemente raus. Das würde ich euch immer empfehlen, vor allem, wenn ihr mit selbstklebenden Karton arbeitet, dass ihr das vorher einmal macht. Und ihr habt immer ringsherum um die Stanzschablone so kleine Löcher, wo ihr dann reingeht. Und so könnt ihr dann ganz locker, easy euer Stanzelement rausholen. Das würde jetzt zu lange dauern, das jetzt alles hier rauszuholen. Deswegen habe ich das sicherlich Ganze schon vorbereitet, hier vorbereitet, genau. So, wir haben ja gesagt, wir arbeiten mit selbstklebender Windradfolie. Deswegen liegt jetzt hier noch mein Papier oben mit drauf, weil hier klebt es jetzt schon. Und jetzt gebe ich hier mein ausgestanztes Element einmal hier drauf. So, drück das einmal an und jetzt kleben hier diese ganzen Auslaserungen, die wir jetzt vorhin geschaffen haben, die kleben ja jetzt. Und jetzt nehme ich meine Farbe und drehe das hier oben einmal auf und jetzt haben wir hier so eine ganz, ganz feine Tülle. Und dadurch, dass ich das Ganze jetzt kippe, kann ich da den Sand ganz fein dosieren und kann dann wirklich nur dahin gehen, wo ich auch die Farbe dann in dem Fall haben möchte oder den Sand. Und ich würde sagen, während ich das jetzt einmal hier mache,
Dann können wir einmal auf dich gucken, Silvana. Und vielleicht hast du ja auch schon was vorbereitet. Also ich tupfe das hier so mit ganz leichten Ja. Bewegungen auf. So, wir haben ja versprochen, dass wir heute ein super lustiges Quiz spielen. Und ich glaube, Patricia, du kannst dich beim Basteln auch auf meine Fragen konzentrieren. Ja. Das werden nämlich nicht so leichte Fragen, wie du denkst. Okay, ich habe Angst. Also ich stelle mir jetzt mal die erste Frage und wir spielen das Spiel so. Ich frage erstmal euch, du hast dann natürlich ein bisschen mehr Zeit zu überlegen, was die richtige Antwort Okay. sein könnte. Und lese schon mal so ein bisschen eure Kommentare vor und dann kann Patricia ja sagen, was sie denkt. Oh, das ist ja lieb, dass du mir Bedenkzeit gibst. Und dann lösen wir auf, was nun die richtige Antwort ist. Die erste Frage ist, wer hat den Doppelgänger von Julia gespielt? Das weißt du bestimmt, Ja, nicht das weiß verraten. ich. Da muss ich auch gar nicht großartig Ja, nachdenken. ich gebe euch zwei Antwortmöglichkeiten. Also entweder war es Michael, unser Designer, oder es war Jan, Julias Bruder. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt, wer die Sendung vielleicht damals geguckt hat. Und wir haben ja wirklich hier Tränen gelacht. Ja. wir können nur verraten, der verehrte Herr hatte ja natürlich auch eine Perücke auf. Ja. Und hat Julia eigentlich super stellvertretend hier dargestellt. Also ich sehe auch, Julia lacht auch aus dem Off schon. Das war echt eine klasse Sendung. Ja, vor allen Dingen ist meine Reaktion, als das geschah. Also, oh, ihr seid klasse. Es ist unglaublich. Alle schreiben Jan, Julias Bruder. Dann übergebe ich mal dir die Chance zu antworten, wer es Ja. sein Also könnte. daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, weil das war nicht meine allererste Show, die ich mit Julia zusammen gemacht habe. Und es war natürlich ihr Bruder Jan. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie alle gesagt haben, wie kannst du so ruhig bleiben und nicht Ja. in Lachen ausbrechen? Das war schon sehr, sehr witzig. Ja, das So. war echt klasse. Also ihr müsst euch das vorstellen. Wir haben dann hier gesagt, Patricia, du musst wirklich ganz normal weiter basteln und so tun, als hätte sich nichts verändert. Und die haben natürlich die Plätze getauscht und wir hinter der Kamera am Lachen ohne Ende und Patricia total professionell hat dann einfach weitergemacht, als wäre ja nichts Genau. gewesen. Ich habe jetzt währenddessen einmal schon mal alles ausgestäubt mit dem Sand. Genau, wir gucken uns das jetzt einmal von oben an. Jetzt liegt hier relativ viel Sand drauf. Ich drücke das jetzt einfach nur an. Wenn ihr mit Spiegelkarton oder so arbeitet, macht keine reibenden Bewegungen, weil dadurch, weil es ist ja Sand, reibt ihr euch die Oberfläche kaputt. Deswegen ruhig nur andrücken und dann einfach das Ganze hier einmal so abklopfen. Und jetzt haben wir hier schon das Ergebnis von dem Sand. Das ist jetzt hier auch so ein bisschen seitlich da drüber, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und jetzt hat mir die liebe Wendy hier noch ein bisschen Floristik noch vorbereitet, die wir jetzt auch noch mal hier unten dran geben können, damit die Grußkarte dann einmal fertig ist. Und wir können natürlich auch farblich spielen. Ich habe mich jetzt hier so in diesem Blau-Türkis-Bereich gehalten. Wir können aber auch so richtige Boah, Farbverläufe das noch sieht mal richtig machen. toll aus, ne? Also, dass man wirklich farblich jetzt komplett unterschiedlich arbeiten kann, auch so passend dann zu den Hintergründen, die wir dann wählen. Genau. Und was ganz witzig ist, das hat Marion noch gemacht, weil mir ist nichts eingefallen, irgendwie so als andere Idee noch. Und ich hatte dieses 3D gesehen und ich fand das 3D eigentlich ganz schön. Und dann sagte Marion, oh, Wellen, ich gestalte dir Wellen. Und daraufhin ist diese Grußkarte entstanden. Und wer es mal ganz bunt haben Oh möchte, der ja. kann auch mit allen 12 Farben spielen. Das haben wir hier jetzt mal gemacht. Und da auch so einen richtigen Regenbogenhintergrund sich gestalten. Ja, also das Wichtigste ist, dass wir irgendwie eine Vorlage haben und dann unten drunter natürlich einen klebenden Untergrund. Hier am Genau. besten die Windradfolie, die gibt ja dem auch nochmal so ein bisschen Stabilität. Genau, also das Wichtige ist halt, dass man immer einen klebenden Untergrund haben muss. Das Einfachste ist natürlich, wie du schon gesagt hast, mit der Windradfolie der Ja. klebenden. Es geht aber auch mit doppelseitig klebender Klebefolie oder ihr streicht Gegenstände zum Beispiel auch mit Bastelleim ein oder Bastelkleber Ja. und könnt dann auch darauf den Sand stäuben. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir schauen uns jetzt mal die nächsten Aktionen vielleicht an, denn wir haben noch den anderen oder einen oder anderen Basteltipp für euch. Deswegen geht es direkt weiter. Ich halte nämlich das 20-Jahre-Jubiläumsangebot in meiner Hand. Und das sind heute unsere Transparenzsticker. Und da haben wir ganz viele zusammengestellte Bogen für euch. Jedes Set kostet heute und morgen 5,97 Euro. Und da habt ihr so viel Auswahl. Ihr könnt
ganz vieles zum Thema Ostern bestellen. Ihr könnt natürlich auch im Bereich Frühling euch da ganz viel rausgucken. Also da gibt es wirklich rund ums Jahr ganz viele tolle, ja, fein ins Detail gestaltete Designs. Was das Besondere an denen ist, man kann die natürlich, also wir werden jetzt was ganz Besonderes damit machen. Und zwar so eine tolle Laterne, da hast du recht, Patricia. Hier werden ja nur die Besten der Besten Bastelideen gezeigt. Also wir zeigen euch gleich, wie ihr so einen tollen Glaseffekt auf dieser Laterne bekommt. Dafür brauchen wir nämlich unsere Effektglaskügelchen, unsere Transparenzsticker, die ja heute und morgen im Angebot sind. Und dann fehlt uns noch eine Komponente. Und zwar haben wir auch unsere doppelseitige Klebefolie für euch auf der Rolle reduziert. Und zwar sogar beide Größen. Einmal die 10 cm hohe und einmal die 15 cm hohe. Die Artikelnummern sehen wir jetzt auch gerade eingeblendet. Die kleine kostet 5,97 und die große kostet 8,97. Die sind nochmal reduziert für euch. Da habt ihr 15 Meter auf der Rolle. Und das brauchen wir jetzt, um diese tolle Laterne zu gestalten. Denn, also es ist jetzt vielleicht nicht mit dem Dekosand gestaltet, aber es passt so schön zum Thema, weil es echt auch in diesem Stil noch bleibt. Genau, und ich habe mir gesagt, eine Tischleuchte haben wir jetzt schon öfter gemacht. Mhm. Ich möchte das Ganze jetzt mal auf einer Flasche machen. Deswegen habe ich mir hier einmal eine Glasflasche genommen. Ihr könnt auch, wenn ihr zu Hause noch eine Weinflasche habt oder so, könnt ihr das natürlich genauso machen. Mhm. Ich würde euch nur empfehlen, nehmt eine klare, dann kommt das einfach das Motiv ein bisschen besser zur Geltung. Wenn sie jetzt koloriert ist, ist auch kein Problem. Und dann würde ich sagen, schnappt mir uns jetzt hier einmal nochmal den Transparenzsticker und gucken uns das Ganze nochmal von oben an, ja. Weil wir haben nämlich bei dem Transparenzsticker auch immer das Tolle, dass die gespiegelt sind. Das heißt, man kann natürlich nicht nur für die Technik, die ich euch jetzt zeige, das Ganze verwenden, sondern auch für Objekte fürs Fenster zu gestalten. Die lassen sich auch ganz einfach ablösen. Und das werde ich jetzt hier einmal auf meine Flasche auftragen. Mhm. Das ist wichtig, dass ihr das vorher macht, bevor ihr die Klebefolie auftragt. Und da habe ich jetzt hier einmal die Klebefolie. So, und ich fange immer am besten, dass ihr hinten anfangt und nehmt euch hier einmal so den Flaschenboden einmal so zur Hilfe. Und jetzt geht ihr einmal ringsherum und drückt das so richtig schön fest. Ja. So, da war ich jetzt etwas schief. Dann können wir das auch noch mal ein bisschen abziehen. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen höher so. Und dann sehen wir noch mal alles. Während du das vielleicht vorbereitest, die Schritte, lese ich mal schon mal die zweite Frage vor. Es wird immer ein bisschen schwieriger. Also wir haben ganz, ich glaube, für euch super einfach gestartet, weil jeder wusste es einfach. Genau. Wenn jetzt hier so ein paar Falten sind, das ist überhaupt nicht schlimm. Die gehen im Nachgang. Ja. Die sind jetzt nur auf dieser Trägerfolie nochmal mit drauf. Wenn wir jetzt dann gleich die Klebefolie haben, sieht man die überhaupt nicht mehr. So, jetzt ziehe ich einmal das ab. Und jetzt sieht man hier schon das Motiv. Ihr könnt ruhig dann nochmal so ein bisschen hier oben dran drücken. Und jetzt brauche ich natürlich wieder mein kleines Schächtelchen, weil ich möchte ja hier jetzt die Kügelchen nicht gleich überall haben. Und jetzt streue ich das einfach nur drüber. Und du darfst so erzählen. So einfach geht's. Also, das ist ja echt klasse. Ich muss hier nochmal einen Kommentar vorlesen. Also, eure Kommentare sind heute wieder so lieb und so super. Nicole schreibt nämlich, ihr seid so klasse. Bis zum heutigen Tag habe ich noch keine Live-Shop verpasst. Ich glaube, da haben wir einige super Fans, die immer dabei sind, wo wir uns auch immer riesig freuen, dass ihr halt immer so, ja, immer mitmacht, uns halt auch einen Grund gibt, uns hier echt zu freuen. Also wir sind wirklich, wenn der Countdown losgeht, hier schon so, gleich geht's los, gleich geht's los. Und das ist echt toll. Und wir sehen jetzt schon den Effekt, den du mit diesen Glaskügelchen jetzt super schnell gezaubert hast. Genau, das ist jetzt eben so ein gefrosteter Effekt. Mhm. Und den könnt ihr natürlich dann auch nochmal mit Licht bearbeiten und dann kommt das nochmal ein bisschen besser. Wow. Ich bin jetzt hier mit dem Sticker ein bisschen zu hoch gegangen. Das könnt ihr dann im Nachgang auch nochmal ein bisschen abschneiden, wenn ihr da eine gerade Kante haben wollt. Aber diesen frostigen Effekt bekommt ihr dann eben, wenn ihr mit den Glaskügelchen drauf geht. Und du hast mir hier einmal nochmal die anderen beiden Tischleuchten. Also ihr könnt das wirklich auf sämtliche Oberflächen nochmal mit auftragen. Mit Licht ist das natürlich besonders toll. Und durch die Klebefolie geht da auch nichts mehr ab. Gut festdrücken dann das Ganze. Und alles, was jetzt hier noch liegt, kann man natürlich super mit diesen Pouring-Unterlagen auffangen und dann im Nachgang wieder zurückgeben ins Gläschen. Das hat so einen interessanten Effekt. Also ich finde den echt schön.
Wir werden ja noch mal so was Ähnliches noch gleich mit dem Dekosand machen. Ich stelle dir mal schon mal die nächste Frage, die auf meinem Zettel steht. Okay. Du hattest ja mal mit, oder warte, das darf ich vielleicht nicht verraten, sonst wird es zu einfach. Okay. Wir hatten ja mal ein Tier zu Gast in der Sendung, so nenne ich das mal. Weißt du denn noch oder wisst ihr vielleicht, welches es war? Also, ich gebe euch die Antwortmöglichkeit, war es ein Hund? Oder war es eine Spinne? Also Patricia überlegt schon. Okay, ich muss gerade echt überlegen. Also ich muss jetzt auch dazu sagen, wir haben hier einen ganz süßen Hund, unsere liebe Cookie. Und die ist ja auch manchmal in den Storys zu sehen. Das stimmt. Und deswegen ist es vielleicht jetzt schwieriger. Aber es geht wirklich darum, wer schon in der Live-Show dabei war. Ich guck mal schon mal auf mein Handy. Ja, jetzt wird's schwieriger, Leute. Also war es eine Spinne, die bei uns zu Gast war? Oder war es ein Hund, den wir hier in der Live-Show hatten? Also, Patricia ist am Überlegen. Ja, ich muss da gerade echt so ein bisschen überlegen, weil ich habe was im Hinterkopf. Weil ja. Cookie ist tatsächlich des Öfteren schon mal bei den Stories aufgetaucht. Boah, also die Kunden, also ihr wisst es, das ist unglaublich. Ihr wisst es schon. Ich finde es echt gut. So, ich glaube, hier haben schon einige geraten. Ich werde dir das aber nicht verraten. Okay, dann soll ich noch ein bisschen weiter meinen Gedanken fragen. Ja, erzähl mal, wie du vielleicht auf deine Lösung gekommen bist. Also ich weiß definitiv, dass Cookie noch nicht auf Sendung war. Die waren nur bis jetzt in den Stories. Aber ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit Julia eine Halloween-Sendung hatte. Und da weiß ich, dass ich zum einen einen Spinnenhaarreif hatte. Und ich glaube, eine Arbeitskollegin hatte uns so eine ganz, ganz große Plüschspinne mitgebracht, die im Hintergrund saß. Das ist wirklich richtig. Also wir hatten hier eine Spinne, die wirklich runtergekrabbelt ist. Ich glaube, Julia hat sogar einmal auf die Spinne gehauen und dann war sie weg. Das war dann auch nochmal ein richtig toller Gag von uns. Das war das Highlight in dem Jahr, glaube ich, die Halloween-Show, wo ihr auch so schön verkleidet wart. Ja, nämlich Dörte tatsächlich noch geschminkt ja, vor der Sendung. Also wer hier alles mitwirkt, ne, da freut man sich ja riesig immer, die ganzen Kollegen, die immer tatkräftig hier hinlaufen und sagen, ich mache noch was, wo braucht ihr Hilfe? Ich habe noch die eine oder andere Frage, vielleicht stelle ich die letzte Frage sogar Julia. Da wird es richtig spannend. Wir haben euch ja auch gesagt, dass wir einen ganz tollen Rückblick für euch haben und vielleicht schauen wir mal in ein super kurzes Video, was wir für euch vorbereitet haben, rein. Denn da sehen wir nochmal die Highlights aus den 100 Sendungen, die wir für euch vorbereitet hatten. Und da blicken wir mal einfach durch, was da alles erlebt worden ist. Zum Teil ja auch jetzt ein paar Fotos, die hinter den Kulissen stattgefunden haben, wo man dann auch so ein bisschen rumalbert und sieht, dass wir echt viel Spaß hatten, oder? Ja. Ah, da war gerade die Halloween-Sendung. Ja, siehst du? Nee, also da hatten wir echt ganz, ganz viel Spaß und auch so diese ganzen Take-Offs, so was vorher, wie wir immer rumblödeln, so, das war schon echt lustig. Also das war ein kurzer Einblick für euch, was so in den letzten 2 Jahren alles passiert ist. Und wir haben euch gesagt, wir heben uns eine ganz tolle Bastelidee zum Schluss auf. Und zwar haben wir, also wir haben sie jetzt Tiffany Leuchte getauft. Wir haben nämlich diese tolle Laterne aus dem Dekosand gestaltet und aus den Standschablonen, die wir heute sogar im Angebot haben, mit den Windradfolien, die es heute auch gibt. Du wirst uns jetzt erklären, wie das Ganze funktioniert, denn das sieht wirklich so atemberaubend aus. Also als wäre das so, ja, so Glasmalerei, als ob man da ganz fein, ganz lang gearbeitet hat, um diesen Effekt zu schaffen. Ja. Was aber total einfach geht mit unserer Klebefolie, oder? Genau. Also man braucht natürlich die doppelseitige Windrad- oder einseitig klebende Windradfolie. Ja. Aber ich möchte noch einen kleinen Basteltipp geben. Und zwar für die alle, die sich die Klebefolie sichern. Ihr könnt damit Sticker herstellen. Ganz easy, ganz einfach. Und ich zeige euch das, wie ihr ein ganz normales Papier damit ausstatten könnt. Weil diese Klebefolie hat nämlich das Besondere, dass sie sogar stanzbar ist. Das geht nicht mit allen Klebefolien, auch nicht, die es bei uns gibt. Sondern es ist wirklich nur...
diese Kleberollen, mit denen es wirklich geht, die auch dann noch stanzbar sind. Und da könnt ihr euch wirklich Sticker herstellen in sämtlichen Farbbereichen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das mal von oben an. Oh ja, darauf freue ich mich echt schon. Ich werde das jetzt hier einmal so ein bisschen abrollen. Vielleicht willst du einmal, Silvana, das hier die Rolle einmal halten, weil die klebt sehr, sehr stark. Ja, und das ist jetzt hier einmal wieder, wie gesagt, mein schwarzes Papier. Und das lege ich einfach jetzt hier einmal auf, drücke das fest. Wenn ich jetzt hier einmal so ein bisschen schief geklebt habe, das ist nicht schlimm, danke dir. Gerne. Sondern ich kann das einfach mit unserem Bastelmesser noch zurechtschneiden. So, das ziehen wir dann einmal ab. Und dann können wir jetzt hier auch wieder, wie wir es vorher gezeigt haben, eben einmal unser Sandwich bauen mit unseren, mit unseren Platten. Also auch hier wieder die Schneide nach oben. Jetzt einmal wieder das schöne Seite, also in dem Fall jetzt die schwarze, was ihr hier jetzt seht, das weiße ist jetzt hier auch einmal wieder unsere Klebefläche. Und das gebe ich jetzt hier wieder durch. Und jetzt sehen wir dann hier gleich wieder das Ergebnis. Wie gesagt, wenn es ein bisschen knackt, das ist überhaupt kein Problem. Es wurde eben, glaube ich, auch gefragt, ob man nochmal das Ganze umkehren kann. Das heißt, die Stanzschablone oben und dann das Papier unten, dass man sieht, wo die Stanzschablone liegt. Das könnte man machen, würde ich aber nicht empfehlen, weil wir hier ja die Magnetplatte haben. Also das ist unsere Magnetplatte, die die Stanzschablone an Ort und Stelle hält. Also die geht jetzt gar nicht ab. Also ich kann hier wirklich schieben. Ich muss die wirklich so ein bisschen anlösen, dass die wirklich von meiner Magnetplatte wieder abgeht. Deswegen würde ich das in dem Fall nicht empfehlen. Man kann es natürlich machen, wenn ich das ganze Sandwich dann umdrehe. Das heißt, wenn ich das jetzt hier einmal so auflegen würde. Ja. Aber es sind immer die die Magnetplatte ist immer auf dieser Platte mit drauf. Weil gut, ihr würdet euch, wenn ihr es andersrum macht, das zerschneiden, die Platte. Auch hier wieder mit der Klebung ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, das rauszulösen, aber es geht auch hier ganz, ganz leicht wieder das zu lösen. Auch hier wieder in die Ecken mit dem Punkt gehen. Wenn ihr so ganz, ganz, ganz filigrane Stanzschablonen habt, wie diese hier jetzt ist, ich lege mal meine Hand drunter, dann ist es da ganz wichtig, dass ihr vorsichtig auslöst. Vor allem, wenn ihr mit dem Kleber arbeitet, weil es kann oftmals passieren, dass du dann hier ausreißt. So, jetzt nehme ich einmal mal das Schwarz hier unten weg, dann sieht man das auch mal wieder ein bisschen besser. Und würde jetzt einmal für meinen Dekosand wieder mein kleines Pöttchen reinholen, weil wir sehen hier ja schon einen Teil, was wir gleich einmal auspudern wollen. Und es geht auch ganz einfach, sich so einen Teil der Lampe herzustellen. Und zwar nehmt ihr eure A5, genau, danke dir. Und jetzt zieht ihr einmal die Trägerfolie ab und dann könnt ihr das hier so dranlegen. Da macht ihr hier einmal einen Falz und legt dann daneben das zweite ausgekurbelte Element dran. Und hier unten müsst ihr einmal ein bisschen dran lassen und hier seitlich müsst ihr dann einen Falz dran lassen, dass das Ganze dann so aussieht. Ich habe das hier jetzt mit einer A4 einseitig klebende Windradfolie gemacht, deswegen konnte ich drei Elemente aneinander machen. Wenn ihr die A5 benutzt, macht ihr halt einfach zweimal das Ganze. Und wir wollen das Ganze hier ja jetzt auch einmal auspudern, deswegen habe ich das hier jetzt schon mal festgeklebt. Und ich habe mich dieses Mal für so ein paar Orangetöne entschieden und Gelbtöne. Und dann würde ich sagen, Silvana, du darfst wieder starten. Also bevor ich die nächste Frage stelle, oder ich stelle sie mal und dann lese ich ein paar Kommentare, weil die sind echt super klasse. Okay. Also ich bin, glaube ich, schon so ein bisschen vertieft in euren Kommentaren, weil die so herzlich sind. So, wir gucken mal weiter. Also die nächste Frage an euch zu Hause lautet, wie viele Moderatoren hatten wir hier in der Sendung? Sind es entweder drei? Oder vielleicht doch vier. Also es ist eine etwas schwierigere Frage. Ja. Du kannst schon mal überlegen, wer alles schon mal die Moderation hier in der Live-Show übernommen hat. Julia und mich, das ist jetzt schon mal zwei. Wir waren ja schon als Moderatoren auf Sendung, aber wir hatten vielleicht noch eine weitere Person oder zwei weitere Personen, die mal hier stellvertretend das auch übernommen haben. Und ja, ihr könnt jetzt raten, ich gucke mal gleich. Oh. Ich staune immer wieder. Ich wollte gerade sagen, die Leute wissen es garantiert schon, oder? Die wissen es schon, das ist unglaublich.
Also die wissen schon, du darfst noch ein bisschen überlegen. Ich weiß es tatsächlich auch, weil es ist, also ich war mit allen tatsächlich auch schon auf Sendung. Ja. Deswegen ist es für mich tatsächlich sehr, sehr einfach. Mhm. Also klar, Julia und du natürlich. Und dann hatte ich auch eine Sendung mit der lieben Loredana. Richtig. Und auch schon ein paar Sendungen mit der lieben Frauke, die auch gerade im Hintergrund stehen. Beide stehen tatsächlich im Hintergrund aktuell gerade. Gehören auch zum Live-Show-Team vor der Kamera, so wie auch immer hinter der Kamera, machen die beiden ganz viel. Erstmal vielen Dank auch an die zwei, dass die das auch immer so toll machen und ganz vieles hier immer übernehmen und uns ja so vieles erleichtern. Ja, das auf alle Fälle und auch immer hilfsbereit sind, nochmal die Hilfe anbieten, auch so kurz vor knapp nochmal. Ja, boah, also alle schreiben viel, es ist wirklich unglaublich, was für ein Wissen ihr zu Hause habt. Und wir dachten, wir stellen hier richtig schwere Fragen an euch zu Hause und also die Antworten schießen die Leute auch raus, also die kommt einer nach der anderen, ich sehe hier nur Vieren, also nicht einer, der sich vertippt hat oder so. Das ist echt. Also ich habe auch stark. Echt gedacht, so, ob ich das alles so beantworten kann. So, ich hatte noch eine Frage. Also wer jetzt am Anfang der Sendung aufgepasst hat, weiß es. Ich glaube, ich verändere diese Frage nochmal, damit wir es ein bisschen schwieriger haben. Also meine eigentliche Frage war, was war das erste Thema der ersten Live-Show? Julia hat es schon verraten und ja, also ich muss auch tatsächlich wirklich sagen, hätte Julia das am Anfang nicht verraten, hätte ich echt überlegen müssen, weil ich hatte diese Sendung überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ihr ratet, also was war das Thema der ersten Live-Show hier bei uns? Was könnte es gewesen sein? Diesmal gebe ich, glaube ich, keine Antwortmöglichkeiten, weil ihr seid einfach zu gut. Wir müssen das so ein bisschen schwieriger machen. Okay, also ich weiß tatsächlich, es war die Pouring-Sendung, aber ich hätte echt viel, viel stärker überlegen müssen, wenn Julia das am Anfang nicht gesagt hätte, weil ich hatte diese Sendung überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Oh. Ich weiß, dass irgendwas auf Sendung ganz schief gelaufen ist, daran kann ich mich noch erinnern, aber Da haben wir zu stark an einem LED-Ei, ne? Haben wir zu stark dran gezogen. Genau, also daran kann ich mich nur sehr gut dran erinnern, aber an dieses LED-Ei. Aber was das genau für eine Sendung war, hätte ich echt rätseln müssen. Ja, also Julia hat mich eben auch gefragt, ob ich mich noch an meine erste Sendung erinnere, als Gast sowie auch als Moderatorin. Wobei, also bei der Moderation musste ich echt überlegen. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ja, erinnerst du dich denn noch an, also weißt du noch deine erste Sendung, wie das da war? Also ich weiß, meine erste Sendung, das war noch so, als es dann hieß irgendwie so, es ist der 1. April und wir machen was ganz was Witziges. Und stell dir vor, ich habe eine Perücke besorgt und ich stand nur das, wie Perücke? Hä? Wirklich so. Und dann kam so, ja, und du darfst dir nichts anmerken lassen. Und ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt vor dieser Sendung, weil alle so hinter der Kamera, du darfst dir nichts anmerken lassen, du darfst dir einfach nichts anmerken lassen. Und ich so, ich weiß nicht, ob ich das nicht kann. Und wir haben uns wirklich, als ich Jan das erste Mal mit dieser Perücke gesehen habe, ich lag halb unterm Tisch, weil ich so lachen musste. Ja, herrlich. Ja, aber es hat doch gut geklappt. Ja, also das waren auch ganz besondere Momente, weil für uns war das auch alles ganz neu, ne? Dass man erstmal das planen muss, wie zeigen wir was, damit es für euch am einfachsten erklärt wird. Vieles dann auch ausgetestet. Ja. Also ich erinnere mich an meine erste Show, das war das Alginat und das war auch ein komplett neues Produkt hier im Haus. Stimmt, da hast du noch ganz viel getestet und alles. Hast du, glaube ich, mit deinen Freundinnen sogar noch was zusammen gemacht. Ja, genau, mit meiner besten Freundin und meinem besten Freund saßen wir dann am Tisch. Wir haben nämlich so unsere Hände festgehalten und in so einem Dreieck dann das Alginat ausgegossen und die waren total perplex, weil ich habe denen auch nicht verraten, was wir machen. Also wir saßen da am großen Esstisch und haben dann erstmal mit Zeitung alles abgedeckt und dann mit den Gipsbinden und dann losgelegt. Hattest du nicht auch mit dem Alginaten Gesichtsabdruck von Jan gemacht? Ja, genau, richtig. Also hier im Hause Ideen mit Herz wurde auf jeden Fall mit dem Alginat so vieles ausgetestet. Ja, das stimmt. Wir müssen dann ja natürlich auch gucken, was geht nicht, was klappt super. Also von dieser eine Hand, die als Schmuckhalter dann platziert werden sollte, ist so viel entstanden. Ja, kannst du dich noch an die Halloween-Hand erinnern mit meinen langen Nägeln damals? Patricia hat ja richtig schöne Krallen und sie hat dann mit diesen Händen, haben wir so eine richtig tolle Hand, die so, ich glaube, wir hatten die sogar im Gras.
Genau, und ne, die hatten wir, Sanne hatte die dann noch in grün angemalt und mit Strassstein und alles. Genau. Also das war, ja. Mit den tollen langen Nägeln von Patricia dann nochmal so ein bisschen, ja, powderig in Szene gesetzt. So, in der Zwischenzeit, dieses Mal hat es ein bisschen länger gedauert, weil sie war ja auch wesentlich filigraner. Mhm. Das ist jetzt einmal Spiegelkarton, deswegen auch hier gut einfach das Ganze andrücken. Und ich zeige euch gleich einmal auch nochmal einen Tipp, weil wir haben ja auch gesagt, es geht ja jetzt relativ viel verloren, wenn ich das jetzt hier einmal abkippe. Und ich finde, dass dieser Farbverlauf eigentlich sehr, sehr toll. Ich zeige euch jetzt natürlich erstmal mein Ergebnis. Aber ihr könnt mit den Resten, nehmt einfach jetzt zu Ostern ein Styropor-Ei, kleistert das einfach mit Bastelkleber ein und dann rollt das einfach hier einmal so drüber und dann bekommt ihr so ein chauchierendes Ei. Ach, ich halte mal meine Hand so ein bisschen dahinter. Dann, so ein toller Effekt dann auch. Genau, und das sind eben, wie gesagt, diese drei Farben und ich fand das richtig klasse. Wow. Hier oben haben wir es jetzt noch nicht so ganz getroffen, aber da einfach nochmal ein bisschen Bastelkleber dann drauf und im Nachgang werde ich das dann auch nochmal machen und dann kommt das in mein Osterstrauß dieses Jahr. Ich möchte auch eins, Patricia, oder ein Paar am besten. Ja, ich mache dir natürlich eins. So, und dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal an, wie es weitergeht. Wow. Wir haben das ja am Anfang genutet und jetzt müssen wir das natürlich jetzt auch noch knicken. Das heißt, wir... unsere Nutungen werden wir jetzt noch einmal verstärken und hier auch noch mal unsere Klebeflächen. Ja. Und wir haben uns ja hier unten auch wie so eine Art Podest dann gebaut. Aber jetzt setzen wir das erstmal zusammen. So. Und dann passt das nämlich ganz genau übereinander. Optimal. Ich lese hier noch mal ein paar Kommentare vor. Carmen schreibt zum Beispiel... Das ist echt ein toller Kommentar. Euer Haus heißt nicht nur Ideen mit Herz, ihr habt alle auch das Herz am rechten Fleck. Oh, das ist ja süß. Schön, oder? So, jetzt muss ich das hier noch abfriemeln. So. Ganz viele freuen sich auch immer, dass ihre Muster, die natürlich ihr uns immer zuschickt, die wir hier auch nochmal zeigen. Wir freuen uns natürlich auch immer, wie viel Tolles ihr zu Hause gestaltet. Das ist manchmal unglaublich, was da alles entsteht. Ja. Und was wir dann auch mal jetzt zu sehen bekommen. Ne? Auch mal so Input von euch zu Hause für uns hier. So, und jetzt müssen wir hier das natürlich ganz gut andrücken. Ich habe jetzt hier kein Falzbein, deswegen nehme ich jetzt einfach das Rückelement von unseren... wie heißt es? Bastelmesser? Ja. So, ihr könnt das, ihr könnt das jetzt auch noch mal ein bisschen, das war jetzt wieder so ein Take-off, dass es nicht hält. Vielleicht einmal noch mal ein bisschen mit Heißkleber fixieren. Ja. Den habe ich jetzt nicht hier, aber dann hält das hier einmal richtig schön fest. Könnt ihr gleich noch mal genau, von wir können hier schauen, an dem noch mal einmal geklebt aussieht. Genau, ich halte es mal dann in dem Fall dann zu dir rüber. So, wir schauen mal vielleicht von vorne. Genau. Also so sieht das aus, wenn ihr das zuklebt. Vielleicht kannst du mir nochmal die andere rüberreichen, dass wir nochmal das zweite Design in diesen. Wow, schaut euch mal die Farben an, wie klasse das aussieht. Genau, ihr müsst es jetzt halt einfach nochmal ein bisschen weiter hier runterdrücken und dann vielleicht hier wirklich nochmal mit ein paar Heißklebepunkte dann so richtig schön nach unten drücken und dann hält das auch richtig fest an Ort und Stelle. Ein Traum. Also so geht unsere Tiffany-Leuchte. Die könnt ihr super einfach, jetzt will sie schon, jetzt mache ich schon hier was kaputt. Die ist aber noch heil, das kann ich schon mal verraten. Also so wird das gebastelt. Wir sammeln hier in der Sendung schon mal ganz viel für die 150. oder 200. Sendung, glaube ich. So was geht alles schief. Was wir dann noch alles erzählen können, was noch passiert ist. Ich halte jetzt mal wieder was ganz Besonderes in der Hand. Das hatten wir dieses Jahr... noch nicht, weil wir so viele Angebote hatten, dass wir es einfach zeitlich gar nicht geschafft haben. Vielen, vielen Dank an Christine Maas, die uns dieses tolle Neu bei uns Schild zugeschickt hat. Ihr könnt uns natürlich immer wieder solche super schön selbstgebastelten Schilder zuschicken, einfach an das Live-Show-Team Ideen mit Herz, Oldentrupper Straße 131 und dann nach Bielefeld und dann zeigen wir in der Sendung auch euer selbstgebasteltes Neu-bei-uns-Schild und wir präsentieren mal, was bei uns jetzt im Shop neu ist. Tadadada! Genau, und zwar haben wir jetzt auch Diamond Painting Sticker mit dabei und wir haben nicht nur die Blumen, sondern haben wir auch die Elfen jetzt mit. Jeweils immer vier Bogen sind mit drin, da sind ganz viele auch kleine Motive nochmal mit dabei. Die Steine sind mit dabei, also da so zum sofort loslegen.
Ja. Ich würde sagen, wir gucken uns das gleich mal von oben an. Dann kann man das noch mal ein bisschen besser sehen. Mhm. Genau, wir haben hier jetzt einmal die Elfen, die sind auch ganz, ganz schön gestaltet. Auch noch mal die Schmetterlinge, die sind alle noch mal auch mit Steinchen belegt. Ja. Wir haben dann hier auch noch mal vier verschiedene Bogen. Ich gebe das mal so ein bisschen nach oben. Und wir haben dann natürlich auch noch mal die Blüten. Die finde ich auch ganz, ganz toll. Die kann man natürlich auch alle noch mal mit Steinchen versehen. Mhm. Und wir haben natürlich auch schon ein paar gelegt für euch. Und wow. Ich würde euch das jetzt einmal zeigen. Also wirklich hier der komplette Sticker wird mit Strasssteinchen ausgelegt. Man sieht dann auch überhaupt nicht mehr die Klebefläche. Schön. Also da auch die Elfen, ich finde die total schön. Da haben wir natürlich bei den Elfen die Gesichter mit ausgespart, weil das würde sonst einfach zu pixelig bei der Größe werden. Da bleiben bestimmt auch wieder ganz viele Reststeine übrig, womit man noch mal ganz vieles noch weiter gestalten kann. Genau, auch die finde ich ganz, ganz toll. Klasse. Also das war unser neuer Artikel, das erste Mal bei uns in diesem Jahr. Wir haben euch jetzt ganz, ganz viele Ideen gezeigt mit dem Dekosand. Vielen Dank, Patricia. Wir haben euch tolle Rückblicke nochmal gezeigt. Schön, dass ihr auch da fleißig mitratet und ja mit uns lacht und so herzliche Kommentare uns zuschickt. Wir schauen uns jetzt nochmal unsere Termine an für die nächsten Shows. Und dann kommt natürlich unser Ehrengast heute, Julia, nochmal rein. Denn wir haben ja am Mittwoch wieder den Bastelclub von 15 bis 17 Uhr, also gleich 2 Stunden. Und abends haben wir dann nochmal 2 Stunden auf QVC 2. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Unsere nächste Live-Show findet dann wieder wie gewohnt Montag statt um 14 Uhr. Das Thema verraten wir heute natürlich noch nicht. Es soll ja auch ein bisschen spannend bleiben. Und ich warte jetzt, dass Julia bereit ist, dass sie reinkommt, denn sie darf natürlich verkünden, wer heute unseren Riesengewinn heute schnappt. Nicht nur eine Person, sondern gleich 3, Julia, stimmt's? Ja, boah, mega. Also es hat so viel Spaß gemacht, gerade euch zuzuschauen hinter der Kamera. Das sind so tolle Ideen. Ich war ganz begeistert. Ich muss sagen, ich habe jetzt richtig Lust bekommen, selber mit dem Sand zu arbeiten, ja. Also richtig tolle Sachen und es war so richtig schön locker und ich musste auch herzhaft lachen, nochmal bei dem Gedanken an diese Spinne, die hier hinten so runterkam, die wir dann irgendwann zerschlagen oder mein Bruder mit der Perücke und so und wie toll ihr das auch alle wusstet, also ihr hattet das auf dem Schirm und seid immer so dabei, also und so tolle Kommentare, ja. Ne? Du hast ja auch einige vorgelesen. Ja, da waren ganz viele, ich konnte gar nicht alles vorlesen, aber wirklich so schön, wie ihr euch immer freut, die Ideen so toll findet, klasse mitmacht. Total. Einfach immer wirklich mit Herzblut auch ihr dabei seid. Also nicht nur wir, sondern alle zusammen. Also wirklich, wir haben so tolle Komplimente bekommen. Vielen Dank dafür. Und jetzt habe ich die Ehre, die 3 Gewinner und Gewinnerinnen vorzulesen. Also, die erste Stanzfee geht an Karin Möller. Herzlichen Glückwunsch. So, die 2. Stanzfee geht an Petra Meiner. Und die 3. glückliche Gewinnerin heute ist Nicole Hofbauer. Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns für euch und ja, schickt uns gerne wieder Bilder auch, wenn ihr mit der Stanzfee arbeitet, dann haben wir wieder was zum Zeigen und können uns gegenseitig austauschen und auf neue Ideen bringen. Es war richtig schön, heute mal wieder hier zu sein. Ich hoffe, ich bin bald mal wieder öfter dabei und ansonsten kann ich nur sagen, ihr macht das super, richtig, richtig toll, hat großen Spaß gemacht. So, dann sehen wir uns nächste Woche, hoffentlich dich bald dann auch wieder hier, Julia. Mhm. Schön, dass du da warst und uns so eine tolle Überraschung gezaubert hast und so tollen Gewinn uns dann nochmal für diese Sendung bereitgestellt hast. Wir bedanken uns bei euch und sagen einfach mal bis nächste Woche. Ja, bis dann. Und sehen uns Montag. Tschüss. Tschüss.